Und Brandenburg macht noch ganz andere Schlagzeilen. Brandenburg ist ja ein Vorzeigeland bei erneuerbaren Energien. Hier wächst der Widerstand gegen noch mehr Windräder. Allein letztes Jahr sind wieder 500 neue genehmigt worden. Nun reicht's, man habe genug Pionierarbeit geleistet. Diese Töne kommen tatsächlich von der Regierung. Ändert Brandenburg etwa seine Energiepolitik? Stefanie Teißler zu dieser Wende in Sachen Windkraft und was das direkt vor Ort bedeuten würde. Wem die Landschaft vor der Haustür mit Windrädern verspargelt wird, der soll in Zukunft auch etwas davon haben. Die Landesregierung hat dazu einen 6-Punkte-Plan beschlossen. Für betroffene Kommunen kurzfristig sicher am interessantesten. Sie sollen direkt am Ertrag der Windräder beteiligt werden. Das Land schafft dafür eine Sonderabgabe. Wenn Sie so eine ganz moderne Anlage nehmen, dann kriegen Sie pro Anlage so 10.000 Euro. Und der Ministerpräsident hatte die ältere, also so kleinere im Blick und hatte gesagt 5.000 Euro. Also wenn das jetzt zum Laufen gekommen ist, dann könnten wir uns vorstellen, dass wir da so auf 5 Millionen kommen. Das Land will aber auch die Bundesgesetzgebung ändern. Bisher gelten Windräder im Baurecht als privilegiert. Auf ausgewiesenen Flächen können sie ohne langwieriges Genehmigungsverfahren errichtet werden. Über eine Initiative im Bundesrat will das Land diesen Sonderstatus, wenn möglich, abschaffen. Es kann auch nicht sein, dass Industrieansiedlungen erfolgen, ohne dass die gewählten Volksvertreter hierauf nur den geringsten Einfluss haben. Und deswegen, glaube ich, muss man hier einiges mal vom Kopf auf die Füße stellen. Kritik kommt aus der Windenergiewirtschaft. Der Ausbau erneuerbarer Energien werde dadurch gebremst. Und auch die Grünen sehen das Projekt Energiewende angegriffen. Auf der einen Seite haben wir gerade die aktuelle Diskussion über den Kohleausstieg. Und auf der anderen Seite versucht man natürlich auch, oder entsteht der Eindruck, als ob man durch Blockaden beim Ausbau von erneuerbaren Energien auch hier mit dem Grundstein legen will, um den Ausstieg aus der Kohle so lange wie möglich hinzuziehen. Die Landesregierung sagt, sie wolle die Akzeptanz für Windkraft erhöhen. Die Initiative im Bundesrat will sie noch dieses Jahr einbringen. Peter Wieder ist da, Landtagsabgeordneter von BVB Freie Wähler. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Wieder. Guten Abend. Und Sie sind sehr erstaunt, dass man von Ihnen so schön abgeschrieben hat. Ja, also es ist natürlich ein großer Tag auch für BVB Freie Wähler. Die Forderungen, die wir seit Jahren erheben, werden jetzt umgesetzt. Aber so ist das manchmal, muss man warten und Geduld haben. Was wird sich denn zunächst als wirkungsvoll zeigen? Die Bundesratsinitiative, wo man ja immer das Gefühl hat, das dauert. Oder das sogenannte Moratorium, wo man ja verspricht, dass die Kommunen Geld bekommen und dass der Wildwuchs bei den Windanlagen aufhört. Also zum Moratorium muss man sagen, dass das ja von der Landesregierung nur vorgesehen ist für Gebiete ohne einen Regionalplan. Die meisten Gebiete haben einen. Und unsere Forderung von BVB Freie Wähler ist ein Moratorium generell, damit jetzt kein weiterer Wildwuchs entsteht und nicht noch weitere Mitnahmeeffekte entstehen, dass welche gebaut werden. Richtig ist, dass die Bundesratsinitiative ein großer Schritt voran ist. Das haben wir 2-3 Mal am Landtag beantragt, wurde abgelehnt. Und dann führt dazu, dass jetzt die Gemeinden ein Mitbestimmungsrecht haben und damit auch im Rahmen der normalen Bauleitplanung sagen können, wir wollen keine weiteren auf unserem Gebiet. Wann könnte diese Bundesratsinitiative Wirkung zeigen, wenn sie denn durchkommt? Denken Sie, dass sie durchkommt? Ich hoffe, dass sie durchkommt, weil viele andere Bundesländer auch betroffen sind. Und jetzt geht es darum, die großen Bundesparteien hier auch in die Pflicht zu nehmen. Ich glaube, wir können innerhalb von einem knappen Jahr damit rechnen, dass das durchkommt. Und da geht es natürlich auch darum, wie vehement und konsequent vertritt die Landesregierung von Brandenburg die Brandenburger Interessen dort. Haben Sie Zweifel? Weil nun kann man ja auch sagen, das ist Umweltziel eventuell ein bisschen abgehakt, weil man wollte ja 2% der Windkraftanlagen, also der Fläche in Brandenburg an Windkraftanlagen haben. Man hat 1% jetzt gerade, also doch mehr wieder Kohle und weg mit der regenerativen Energie. Man muss sehen, dass die Windkraft bereits jetzt ja keinen Beitrag zum Umweltschutz mehr geleistet hat. Es werden nur noch Überkapazitäten gefördert. Das heißt, jedes Windrad, was jetzt gebaut wird, liefert keinen zusätzlichen, etwa sauberen Strom, sondern erhöht nur den Strompreis. Und deswegen ist es richtig, hier zu stoppen. Es gibt Alternativen, Bereich Erdgas und die Braunkohle zumindest 10, 20 Jahre weiterlaufen zu lassen. Mehr sagen wir auch nicht als BVB Freie Wähler. Und ich glaube, man muss hier mit Augenmaß handeln. Brandenburg hat seinen Beitrag wahrlich geleistet zur Energiewende. Nun machen Sie sich ja vor allen Dingen stark für die Bürgerrechte, für die Selbstverantwortung, die Eigenverantwortung für Ort. Was sollte denn für die Kommunen rausspringen? Nun ist ja auch vorgeschlagen, dass es so eine Sonderabgabe gibt, die den Kommunen zugutekommt. Davor möchte ich warnen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Zahlung einerseits natürlich eine gute Sache erstmal vor Ort ist, aber es darf nicht dazu führen, dass es einen Wettlauf gibt von Kommunen, zu sagen, wir holen uns die Windräder hier rein. Wir müssen auch ganz genau darauf achten, wie das an Gemarkungsgrenzen ist.
es werden auf einer bestimmten Gemeinde Windräder gebaut, die bekommt das Geld, aber die Bedrängungswirkung ist dann in andere Orte hinein, da muss man genau aufpassen. Und wir brauchen auch, und das kommt mir ganz klar zu kurz bei der Landesregierung, Schallüberprüfungen. Viele Bürger beschweren sich über die lauten Anlagen, sie leiden darunter und hier muss auch noch nachgesteuert werden. Dankeschön für die Einschätzung, das werden wir weiter beobachten. Danke, Peter Wiener von BVB Freie Wähler.